legend. Put a nigga back to the record, baby, and give me the list right now. Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich dachte mir, ich drehe nochmal ein kleines Video für euch. Ich würde euch gerne zeigen, wie ihr euren zweiten Charakter ganz einfach auf Level 120 bringt. Ich habe dazu noch ein paar coole Tipps für euch. Vielleicht wissen es schon die einigen oder kennen schon einige diesen ja, kleinen Trick, kann man es nennen. Also wie ihr seht, ich bin jetzt hier aktuell mit meinem dritten Account mit dem ersten Charakter auf Level 1333. So, wenn ich jetzt auf meinen zweiten Charakter will, jetzt wechsle ich hier mal. Ich glaube, ich habe da drüben noch gar keinen zweiten Charakter erstellt. Jawohl, so. Links mein aktueller dritter Account, und zwar der Erstcharakter, und rechts der zweite Charakter. Also, wenn ich hier auf Bearbeiten drücke, kommt folgende Meldung. Also, man kann das ignorieren, auf Kreis drücken oder man nimmt es an. Hier steht: Möchtest du den Rang 120 deines Charakters vom Charakter 1 auf den neuen Charakter übertragen? Ich drücke ja. Und siehe da, ich muss nicht mehr leveln und bin sofort auf Level 120. So, jetzt mache ich mir natürlich ein Männchen noch hier. So. Mal hier. Einfach irgendwas aussuchen hier, so. Ich werde mit dem Vater, Hautfarbe, ein bisschen dunkleren Hauten tippen. So, Gesichtszüge passt, aussehen. Tu mal ein bisschen. So, glatt rasiert. Bekleidung. Nimm mal was Elegantes. So, hier. Jawohl. Die Haarfarbe gefällt mir noch nicht. Nein, jetzt habe ich auch noch die Frisur gewechselt. Ja, so passt es. So. Werte, kann man nichts ändern. Speichern und weiter. Was auf jeden Fall ihr bekommen tut, das ist, wenn ihr das macht, ein Apartment, ein Luxus-Apartment auf jeden Fall umsonst. Das kostet euch gar nichts. Das bekommt ihr gleich von Anfang an, auf euren zweiten Charakter. Wie gesagt, ihr seid sofort Level 120. Und was ich eigentlich bezüglich des Tipps meinte, so mache ich das eigentlich auf meinem ersten und zweiten Account, dass ich mir da jeweils immer zwei Charaktere erstelle, weil wenn ich jetzt auf meinem ersten Charakter schon 120 Autos habe und sagen wir mal, auf meinem zweiten Account habe ich 120 Retros auf den ersten Charakter, gehe ich einfach rüber auf den zweiten Charakter, erstelle mir da auch nochmal ein höheres Level, sagen wir mal, oder mindestens das gleiche. Dann kriege ich dort ein Apartment geschenkt, und dort, es ist ja so, dass beide Charaktere das gleiche Konto haben, das gleiche Guthaben. Und ich kaufe mir dann zum Beispiel auf den zweiten Charakter eine Maze Bank und drei Firmengaragen, und ich kann dort einen Auto Duplication Glitch durchziehen und habe dann auf zwei Charakteren Retros zum Beispiel zur Verfügung, die ich dann verkaufen kann. Also ich mache das immer so, dass ich dann immer auf meinem zweiten Charakter immer die ganzen Retros verkaufe, und das Geld bekomme ich dann sozusagen auch auf den ersten Charakter. Also es ist ein ganz nützlicher Tipp. Ich mache das eigentlich jetzt die ganze Zeit so. Hab dann auch viel mehr Autos und kann auch viel mehr verkaufen, und das ist auch wirklich sinnvoll, weil immer auf einem Charakter sind irgendwann die Autos leer, und man kann dann immer zum zweiten, also zweite ist natürlich Gold wert, finde ich. Ja,
Ich denke, das war's für das heutige Video noch. Falls ihr neu seid, abonniert mich, lasst mir ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Servus.